Willkommen zum neuen Video. Ich bin heute in Freiburg unterwegs mit dem Andi, der packt hinten noch sein Zeug zusammen, richtet sein Rad. Wie schon im letzten Video bin ich mit dem nagelneuen Spindrift 5 CF unterwegs. Im letzten Video war ich da mit dem Todtnau, habe das Rad so ein bisschen vorgestellt. Wenn euch das Video interessiert, das habe ich ganz am Ende von dem Video hier verlinkt. Also das Video anschauen, dann draufklicken. Ich war tatsächlich erst einmal hier und das ist schon bestimmt 4 Jahre her. Das heißt, heute mehr oder weniger alles neu. Ich denke, wir fahren mal zur Borderline hoch, schauen ein bisschen, wie der Spindrift sich so in der Luft verhält. Quer mich jetzt erstmal einen Appel hoch und dann geht's weiter, wenn wir oben sind. 437 Höhenmeter höher. Es ging erstaunlich gut, war jetzt aber noch der erste Appel. Mal schauen, wie es jetzt runter wird. Der Stein ist schon rutschig. Abschanzen auf der Borderline. Muss gleich ein Sprung kommen, denn kann ich von früher noch. Keine Ahnung, ob jetzt hier richtig sind. Komoot sagt, das hier ist der Start von Baden to the Bone. Schauen wir mal, was das wird. Oh, Double. Hier kann ich jetzt halt noch gar nichts. Muss ja schon wissen, dass hier so Dinger stehen. Also hier ist sprungtechnisch echt mehr los als gedacht. Jetzt gerade die zwei noch mal angeschaut. Andi steht von außen und filmt. Jetzt noch ein bisschen mit Schwung. Boah!
Uiuiui. Boah! Hier ist ein Drop. Boah, also macht bisher echt richtig Bock, der Trail. Man muss ein bisschen wissen, was kommt. Aber echt cool. Oh, Hip verpasst. Farm. Oh, so, wieder zurück am Auto. War echt mega geil. Auch anstrengend. Ich bin jetzt echt am Arsch, aber die Trails und auch das Rad hat mega Bock gemacht. Hab mich irgendwie ab Sekunde 1 richtig wohl gefühlt. War echt geil. Auch Baden to the Bone irgendwie nicht so gedacht, dass es so geil ist, aber mit den Sprüngen fand ich fast noch besser als die Borderline. Bloß wenn ihr mal herkommt, vielleicht vorher ein Video anschauen, dann ist man nicht so überrascht von den Sprüngen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.